Wo haben wir denn unsere Beastmasterin? Beastmasterin, wo bist du? Wo zum... Oh, fucking. Nein, das habt ihr jetzt nicht gehört. Habt ihr nicht gehört. Hier, genau. Convert to Soldier. Patrol. Du sollst direkt... Direkt hier am Eingang patrouillieren. Das ist deine Hauptaufgabe. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Oh wow, sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen. Nein! Ah! Knapp verpasst, knapp verpasst. Aber wer ist es denn? Belzebub, oh genau, Belzebub. Belzebub, machst du fertig. Du schaffst es! Oh, und Friedrich noch mit dabei. Oh, 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 oh. Komm, 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 das schafft ihr, das schafft ihr, das schafft ihr. Geht's noch gut? Ist nie. Buja. Buja, das war knapp. Belzebub, geht's dir gut? Ja, ja, es geht ihm gut. Und die Beastmasterin kämpft alleine. Oh, 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 oh. Keine trifft gerade. Okay, jetzt. Oh, die Spinne hat getroffen. Nein, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Oh ja. Das war knapp. Danke, Frederik, dafür. Und wir haben Spider-Eat. Das da fällt mir echt ein. Oh. Hier unten ist. Breitet sich das Wasser nur noch mehr aus. Ich glaube, den Schacht habe ich etwas dumm gesetzt. Was machen eigentlich... Wo ist denn eigentlich der Earl? Aber wir haben doch noch einen Dieb gehabt. Walter, der treibt sich gerade hier unten oben einfach rum. Feigling! Feigling! Spider-Eat, okay. Gel? Gel ist immer gut. Ist es gerade mit Hellauf damit beschäftigt, wahrscheinlich Essen zu machen und alles drum und dran. Was werden wir dann tun? Ich möchte eigentlich alles hier ausradieren. Also, oh, okay, okay. Frederik ist wieder am Kämpfen gegen den Blub. Und gewinnt ohne jedes Problem. Und, oh Gott, das sind aber zu viele für Frederik. Frederik, genau, zieh ich zurück, Frederik. Das ist nämlich nicht gut für dich. Oh Gott. Okay, Moment, Moment. Belzebub, wo bist du? Wir brauchen deine Hilfe, ich glaube. Auch wenn sie noch so stark ist, unsere Beastlein kann es nicht alleine mit den ganzen Viechern wahrscheinlich aufnehmen. Wo zum Henker treibt es sich denn wieder rum? Zum Glück gibt es diese kleine Suchfunktion. Hier. Belzebub. Soldaten. Patrouillierpunkt. Und direkt hin. Zu ihr. Patrouillierpunkt. Belzebub. Und ganz, ganz schnell. Ganz, ganz, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte, Frederik, überlebt das Ganze, bitte, 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 bitte. Und jetzt haben wir ein riesiges Problem. Geht's nur so Pi mal Daumen-mäßig gut. Wo ist denn? Ach, er hat Hunger. Verdammt. Oh, Beastmasterin, bitte, 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 überlebt das Ganze. Okay, die erste Spinne ist tot. Der zweite Spinne ist tot. Und der Blub ist auch tot. Ah. Buja, das war knapp. So, zum Thema Helden her, also ich bitte euch. Es waren ja lächerlich, was sie hier abliefern. Turn on. Und am besten machen wir hier nochmal in Mindschaft hin, und zwar... Nochmal Kohle. Warte, was? Wer greift jetzt schon wieder an? Ach, Earl und Void, jetzt greifen sie einfach mal zusammen an. Okay. Ich muss sagen, die hauen ordentlich hier rein. Ich bin nur gespannt. Nein, nein, natürlich, der Earl, der zieht sich wieder zurück. Warum sollte er auch nicht? Price. Okay, okay. Aber bitte nicht hier runter. Da müssen nämlich noch die Helden aufräumen. Das ist nämlich kontraproduktiv. Da die das jetzt gerade aufräumen, heißt es, sie haben nichts zu tun. Das kann ich so natürlich nicht stehen lassen. Wir geben ihnen einfach Arbeit, denn der Minschaft scheint sie nicht groß zu jucken. Da fällt mein, hey, uns fehlt hier noch was. Minen? 1, 2, 3, 4. Dazu noch... haben wir hier einen Durchgang, denn wir haben ja noch gar keine... Dekorationen, Tools und weiß ja gar nicht, was haben wir noch gar keine... Kein Lagerraum, stell ich gerade fest. Und die Hände sind hungrig.
Fragst du mich, die kleinen Spinnens noch ausradieren können? Beziehungsweise wir könnten auch hier noch gleich mehr Betten machen. Ich glaube, die Krankenrate wird exponentiell nach oben steigen. Ja, Medizin. Dazu haben wir jetzt gerade keine Wache mehr dran. Das ist schlecht. Oh, aber Wolte macht's. Cutspite und Feast Power. Oh, er fühlt sich powerful. Ah, weil er gerade gelevelt ist. Und Frederik kommt natürlich auch noch. Ich bin... Oh, der Earl hat hier unten gerade aufgeräumt. Das ist nice. Also ich muss sagen, diese Helden, die machen ihre Aufgabe richtig gut. Und ich verliere gerade irgendwie meinen Schuh. So, haben wir gefunden. Oh boy, ja. Also Frederik, wenn der... Ich meine, der macht das doch gerade... Ja, der schlägt mit seinen Füßen zu. Ja. Mit seinen Fäusten zu. Und warum zum Geier ist hier niemand, der... Lock. Okay. Die Spinne hat soeben die Tür eingerissen. Fucking. Frederik, schnell. Frederik, was machst du? Oh, fuck. Ja, lauf noch weiter runter. Boah, die Spinne ist wieder unten, sie ist unten. Sprich, die Türen hier sind hier, na, für den Arsch. Wir könnten aber Fallen machen. Ja, das machen wir auch. Woodwood bauen. Ich hoffe mal, sie tun unseren Leuten nicht weh. Bärenfall noch hin. Okay, Belzebub ist wieder da und dem geht's wieder gut. Der kann sich mit der Spinne anlegen. Er müsste es eigentlich schaffen. Ja, und hat's auch geschafft. Perfekt. Nachdem wir hier den ganzen... Ja, es weggemacht haben. Zerstören. Brauchen ja keinen Schnee, ich bitte dich. Zerstören. Nicht sammeln, zerstören. Zerstören, Heidewitzka, zerstören und noch mehr zerstören. Okay. Damit brauchen wir jetzt noch eine ITI-Schmiede. Für besondere Gegenstände. Die machen wir jetzt einfach mal so und so. Iron und Spidery, da dürften wir jetzt eigentlich genug davon haben. Ja, das funktioniert. Dazu ITI-Chest. 1, 2, 3, 4. Ist noch 1, 2, 3, 4 und Dekoration 1, 2, 3, 4. Wunderbar, pretty. Hier ist auch alles gut voll. Damit sind unsere Leute auch wieder beschäftigt und wir können uns da unten mal den Kampf weiter anschauen. Denn Wolter ist gerade leicht verwundet, macht aber trotzdem alles in jedem platt. Und, Moment, warum schläft der unten in einem Dreckeck? Er könnte doch einfach hier ein Zimmer nehmen. Oder gefällt ihm das nicht? Sollen wir jetzt nochmal einen Anbau machen für ihn, oder was? Yeah. Okay, wir können ja... Nee, was können wir... Können wir... Tavernenzimmer? Können wir das eventuell überlappen? Leider nicht. Na gut, dann wird's halt ein bisschen ein eckiges Zimmer werden. So, Rise. Lass das Ganze langsam im Hintergrund weiterlaufen. Und... hallo? Jetzt haben wir's. Der grüne Schwamm wollte Wolte absorbieren, aber Wolte hat sich gedacht, nicht mit mir. Nicht heute an diesem Tag. Der hat einfach mal volle Kanne aufs Maul gegeben. So, Tavernenzimmer. Bin mal gespannt. Expandiere Taverne. So rüber. Expandiere Taverne. So rüber. So, weiter ansteigen. Aber die Türen müssten eigentlich ein bisschen mehr aushalten, denn ich finde, es war jetzt doch ein
Ein bisschen heftig hier. Hier kommt die Wand, hier kommt der Gang. Oh, ist... Nein. Oh, oh. Schau nochmal. Haben wir... Ja doch, also er fühlt sich echt in Dreck wohl. Naja, jedem das seine. Aber was mich jetzt noch nervt, ist dieser Slime hier, also die Region da unten, die muss eigentlich noch besser gesäubert werden. Und oh? Wir haben Fallen, haha. Damit ist der Eingang schon mal etwas sicherer, zumindest teilweise, sagen wir es mal so. Tavernzimmer. Da kommt dann wieder ein Bettchen rein. Ein Kapot rein. Wenn wir hier jetzt dann die Wände entlang machen, hier. Muss ich eigentlich noch hier auch noch nach oben machen. Rise und Rise. Im Übrigen Abstand, nur hier wieder nicht. Ach man. Earl wird gerade richtig auf die Schippe genommen, aber er hat es gerade so noch überlebt. Hat aber die Hälfte seiner Lebenspunkte eingebüßt dafür. Ah, weniger gut natürlich. Mal auf Stufe 2. Also Geschwindigkeitsstufe 2. Wenn der da unten weiterkämpft, können wir uns mal ums obere, das wäre hier schon mal alles safe. Expandiere Taverne. Hier rüber. Dann sagen wir mal hier Taverne. Mai, komm. Bauen wir jetzt ein paar Tische auf. Und zwar, wenn hier die Wand ist, ist hier der... Stimmt, ich muss überall noch Wände reinzimmern. Goddammit. Und dafür brauche ich eigentlich Steine. Bärenfall, ich glaube. Nee, die funktioniert schon so. Krankenstation wird wieder von einem Hühnchen belegt. Ein Hühnchen? Relativ merkwürdig, wenn ich das mal so sagen darf. Sind jetzt gerade hellauf beschäftigt mit Essen machen. Wir haben noch keinen für hier unten gefunden. Was natürlich relativ dumm ist. Und er sollte sich eigentlich, ja, ausruhen wäre für ihn besser. Und für ihn richtig, also der Earl, der müsste jetzt eigentlich Richtung Hospital gehen. Tut er aber nicht. Was relativ dumm ist. Und ich frage mich jetzt gerade, die Fall ist... Ach, die hatten ja nicht mal... Moment, für mich schaut es gerade aus, als würde sie auf und zu gehen, wenn man drüber geht. Komm schon. Irgendein Held muss doch jetzt nach unten gehen. Ich bitte dich. Ich möchte den Blub hier weg haben. Beziehungsweise... Haben wir... Ja, hier ist der Spinn unten. Brustplatten. Nicht schlecht. Ah, Friedrich, jetzt endlich gehe ich wieder nach unten. Und puncht ein paar Viecher. In your face, Spider, in your face. Und es scheint ihnen nichts auszumachen. Okay. Kann ich den ganzen Haupteingang mit Fallen belegen. Das heißt auch, ich kann eigentlich sagen, hier. Patrouillepunkt für beide. Die kann ich dann hier wegmachen. Remove. Kann hier reinschauen, kann den ganzen Weg hier mit Fallen bestücken. Ja, das läuft doch alles gut bisher. Oh, und ich glaube, Frederik, du tust dich hier gerade ein bisschen übernehmen. Ich meine, du bist zwar stark und alles, aber es sind drei Gegner. Und die hauen dir ganz schön aufs Maul. Ja, ich habe es mir gedacht. Oh, oh. Oh, oh, er wird gerade gedoubleteamt. Bitte überlebst. Oh, fuck. Okay. Aber, Frederik, du wirst gerecht werden. Und zwar durch Brun. Oh Gott, damit Brunhilde. Jetzt haben wir wirklich drei Messerschwinger bei uns. Ich glaube, ich pack's nicht mehr. Oh mein Gott. Das heißt, unsere Leute müssen den Dungeon jetzt alleine irgendwie
kaputt machen oder tun sich die Helden eventuell mal dazu entschließen, nach unten zu gehen? Ich meine, da unten wäre so quasi viel zum Töten und so. Verdammt. Okay. Auf jeden Fall mal hier. Alles wegzimmern. Von den ganzen Steinen hier. Man muss hier oben mal ein bisschen besser aufbauen können. Und zum anderen könnte eigentlich gleich mal wieder Fein hier überall aufstellen. Iron, Iron Wood. Wood, Wood Bones. Oh ja, gut. Das ist jetzt wieder Walter. Walter, genau. Okay. Walter macht zumindest mal hoffentlich den Slime hier tot. Und da unten sind noch mehr Slimes. Haben die eigentlich hier schon? Ja. Die IT-Schmieden sind schon mal da. Oh, 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 wo läufst du denn hin? Ha, der ist auch nicht hingeguckt. Oh, ist super Arbeit. Und man merkt, der Dungeon ist riesig. Er ist fucking riesig. Und Earl macht schon wieder nichts. Er hat die Power gefühlt, aber das war's auch schon wieder. Walter, Walter, wo ist Walter? Walter räumt hier unten schön auf. Und das... Okay, okay, jetzt haut der Earl richtig rein. Und er hat sich gerade Brustplatte geschnappt. Dieser Earl, der traut sich was. Buttensachen. Komm nochmal nach da oben. Nicht, dass hier jetzt Geister kommen und alles. Das wäre kontraproduktiv. Ziemlich sogar. Also, wir haben jetzt so viel Stein. Wir könnten doch... Wir könnten doch unsere Infrastruktur etwas verbessern. Genau, genau. So und so. Da ist der Weg schon fertig. Da ist er auch fertig. Hier fehlt noch ein verbesserter Weg. Hier ist noch einer da.